Gute Idee, eine Sendung über Spiele zu machen. Richtig. Schlechte Idee, eine Sendung über Spiele zu machen, ohne die geringste Ahnung davon zu haben, wie man eine Sendung über Spiele eigentlich macht. Das ist ja gar nicht witzig. Gute Idee, mit schlechten Ideen trotzdem noch Sendezeit füllen. Jetzt brauchen wir nur noch einen guten Namen. Wir haben immerhin einen schlechten. Viel Spaß mit Shame One. Ach ja, das gute Fremdschämen. Auf geht's. Ach, scheiße. Während 50 Folgen Game One sind viele dumme, bescheuerte und auch sehr widerliche Sachen passiert, die wirklich niemand sehen sollte. Tiefer, tiefer, ja, das Ding ist über meinem Kopf, Mann. Au! Und weil so eine Best-of-Sendung ja immer ein Grund zum Großreinemachen ist, gibt es doch einige dumme Ideen, die wir euch jetzt zeigen müssen. Und die sind mindestens so stulle wie Simon. Ach so! Nach dem Nintendo DS Fallschirmsprung musste eine neue Idee für das Extreme Battle her. Die Auflage war klar. Noch härter, noch fieser, noch schwieriger. Die Ausführung super geplant, super inszeniert und super dumm. Unser Dom-Spezial-Handheld Extreme Battle war der Inbegriff, quasi der Core von dumm gelaufen. Auf jeden Fall. Wir hatten uns das super überlegt und haben da, glaube ich, morgens um 6 sind wir da hingegangen und haben irgendwie 2-3 Stunden lang gedreht. Und dann setzten wir uns in den Airwolf, merken dann mittendrin, dass man mit den Sicherheitsgurten nicht mehr spielen kann, weil man letztendlich mit dem Stylus an diesem Finger nicht mehr an den Nintendo DS an diesem Arm rankommt. Das sah dann ungefähr so aus. Ich kann ja nicht mal so tun. Ich komme halt nicht ran. Es klappt hier halt wirklich nicht. Nachdem wir alles gedreht haben, merken wir dann, oh Mann, wir können gar nicht mit dem Ding fahren. So, jetzt gebe ich euch den Rest. Das Schöne ist auch noch, dass als die Sachen dann wieder geöffnet wurden, also mir einfach beinahe der Kopf abgerissen wurde. Ey, das war echt lustig. Das war einfach nur lustig. Simon wird am Helm mit dem Sicherheitsgurt hochgehoben. Okay, Bügel hoch. Bügel hoch. Ah, ich hasse die Dinger jetzt schon. Das ist, glaube ich, das Fazit. Es war wieder klar, am Ende steht der Kretschmer wieder dumm da. Ein weiterer Wurf in Richtung Schamgefühl hat was mit Simon und Eiern zu tun, wie die Wahrheit hinter dieser Szene eindrucksvoll zeigt. Also ich neige dazu, einen großen Anteil der Schuld an Ians Genital zu verteilen. Er hat sich falsch positioniert. Ha, so kann man sich nicht aussehen. Er tut dann immer so, oh, Entschuldigung, aber er macht das mit toter Berechnung. Ich werde ihm noch auf den nächsten Drehs, die ich hier habe, welchem ordentlich was zurückscheppern. Bevor man Leute von MTV überzeugen kann, einem viel, viel Geld in einer großen Kiste zu überlassen, muss manchmal Überzeugungsarbeit geleistet werden. Und da wir zwei faule Schweine sind, hat das für uns ein kleines Filmchen erledigt. Mit diesem kurzen Kurzfilm hat Game One ursprünglich mal angefangen. Und damit werden wir uns auch jetzt in die wohlverdiente Winterpause verabschieden. Zuvor aber schnell noch was Banales. GameOne@mtv.de und mtv.de/GameOne. Und jetzt was Emotionales.